Beim Kentucky Derby letztes Jahr, einer der wichtigsten Galopprennen in den USA, starben insgesamt 7 Pferde innerhalb von 10 Tagen. Ich frage mich, was... Jetzt mal for real, ne? 7 Pferde sterben innerhalb von 10 Tagen. Wegen der Rennen. So. Jetzt wird's aber richtig übel. Ein sehr elitärer und teurer Sport. Wir reden über Pferdewetten, das dunkle Geschäft dahinter von Celtics. Ich sag so, ich habe, glaube ich, schon oft auch in meinen Hauptvideos und auch in so Reactions gesagt, dass ich nichts von Pferderennen halte. Dass ich dem Pferdesport gegenüber tatsächlich nicht so kritisch gegenübergestellt bin wie mancher anderer hier auf YouTube. Also ich weiß, dass, glaube ich, ein Jonas Ems oder auch ein Robert Mark Lehmann dem Pferdesport gegenüber deutlich kritischer sind als ich. Aber was ich kategorisch als Tierquälerei in meiner Sichtweise bezeichnen würde, ist Pferderennen. Da gibt es für mich auch keine Diskussion. Celtics wird uns jetzt wahrscheinlich nochmal erklären, warum, und ich werde meinen Senf dazugeben. Pferderennen, ein sehr elitärer und teurer Sport. Ob Veranstalter, Investoren oder Wettanbieter, in der Pferderennszene wird wortwörtlich auf dem Rücken der Pferde sehr viel Geld verdient. Das teuerste Rennpferd jemals... Auf dem Rücken der Pferde liegt das Geld der Erde, nicht das Glück der Erde. ...wurde zum Beispiel für über 60 Millionen Dollar versteigert. Während der Sport in Deutschland eher eine Nische ist, ist das in anderen Nationen wie Großbritannien ganz anders. Aber ist der Pferderennsport nur ein harmloses Vergnügen oder etwa waschechte Tierquälerei wie Großbritannien ganz anders? Das müssen wir lesen. Aber ist der Pferderennen ist zum großen Teil keine Tierquälerei, denn es ist ja eigentlich eine Sportart, die man ausnutzen tut. Oh mein Gott, Lisa, mach doch nicht so. Die man ausnutzen tut, so wie Fußball, Formel 1 oder Staffellauf. Kommt drauf an, wie die Besitzer des jeweiligen Pferdes umgehen. Lisa. Naja, nicht ganz, ne? Aber okay. Wir gehen erstmal rein. Rennsport nur ein harmloses Vergnügen oder etwa waschechte Tierquälerei? In diesem Video bringen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Ehrlich gesagt wusste ich vor der Produktion dieses Videos so gut wie nichts über Pferderennen. Ich hatte immer angenommen, dass Rennpferde vor allem in Deutschland sehr gut behandelt werden und dass es so ein Sport ist, der irgendwie für alle Spaß macht. Aber warte mal, wie bin ich überhaupt auf dieses Videothema gekommen? Warum interessiere ich mich auf einmal dafür? Erst letzte Woche stieß ich auf das Thema Wetten im Pferderennsport. Da mein Kanal oft um das Thema Geld verdienen kreist, entschied ich mich, mehr darüber zu erfahren und vielleicht sogar mal selbst mitzuwetten. Doch je mehr ich recherchierte, desto deutlicher wurde mir, wie problematisch dieser Sport für die Pferde tatsächlich ist. The other two horses collapsed and died after racing at the down. Ja, ich habe das schon gesehen, dass da mal eins steigt oder dass mal eins mit Gewalt reingezogen werden muss, aber das ist doch normal. Oh, perfekt, dass ich hier angehalten habe, denn danach wird es eklig. Ja, also ich kann euch erstmal meine Sicht der Dinge sagen. Also zum einen ist es so, dass bei Pferderennen immer noch, und es ist nicht selten, Pferde direkt auf der Rennbahn sterben. Denn wenn ein Pferd stürzt, dann kann es entweder ein richtig, richtig böser Sturz sein bei dieser Geschwindigkeit, sodass sich zum Beispiel ein Genick oder so direkt gebrochen wird. Oder es brechen direkt mehrere Knochen oder es reißen Sehnen im Bein. Und ihr müsst verstehen, für Pferde ist ein gebrochenes Bein schon quasi das Todesurteil. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, das auszukurieren, aber erstens lohnt sich das bei einem Rennpferd tendenziell weniger, weil danach kann es eh nicht mehr in diesen Geschwindigkeit rennen. Und zweitens ist es super, super schwierig. Ich weiß nicht, es gibt so einen Film, wo das gemacht wird mit einem Pferd. Also das Problem ist halt, Pferde stehen immer auf ihren Beinen. Die können nicht einfach mal, yo, also jetzt musst du jetzt mal für 5 Monate liegen. Geht nicht. Du kannst das Bein auch nicht so eingipsen, unbedingt, dass es damit laufen kann. Und dementsprechend ist ein gebrochenes Bein für ein Pferd relativ scheiße. Ja, und dann ist es wie gesagt so, dass die dann teilweise direkt auf der Strecke noch getötet werden, wenn sie halt noch leben und dann abtransportiert werden. Eine weitere Sache, die ich berichten kann, da muss ich aber sagen, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Kann ich jetzt auf die Schnelle nicht nachgucken, aber ich weiß, dass ich bin ja früher selbst geritten und meine Reitlehrerin damals hat, sofern ich richtig informiert bin, auch mal irgendwie entfernt mit Pferderennen, also mit Rennpferden gearbeitet. Und da ist es wohl so, dass die teilweise in jungen Jahren so krass trainiert werden, dass die Muskeln schneller
wachsen als alles, was dazugehört. Also als Knochen, als Sehnen und so weiter. Und dass das dann wiederum zu Problemen führt, weil es einfach unnatürlich ist, Pferde von jung an so krass zu trimmen auf das schnelle, extrem schnelle Laufen über lange Distanzen. Okay, das erstmal dazu. Gucken wir weiter. Ich könnte mir natürlich denken, dass man darüber diskutiert, ob die Pferde ordentlich gehalten werden, ob das Tierquälerei ist, dass die da vielleicht über ihre Maßen strapaziert werden. Auch mal, wenn ein Pferd im Grunde genommen sich hängen lässt, das ist wie in jedem anderen Sport auch so, dass er noch eine Aufmunterung braucht. Dafür brauchen wir diese Peitsche. Immer wieder wird berichtet, dass ein Pferd bei einem Rennen durch einen Sturz direkt stirbt oder noch vor Ort eingeschläfert werden muss. Nein, wir wollen das nicht sehen. Die Diagnose meistens Beinbrüche oder Sehnenschäden. Beim Kentucky Derby letztes Jahr, einer der wichtigsten Galopprennen in den USA, starben insgesamt 7 Pferde innerhalb von 10 Tagen. Ich frage mich, was... Jetzt mal for real, ne? 7 Pferde sterben innerhalb von 10 Tagen. Wegen der Rennen. Also da muss es doch Klick machen. Was die Menschen dazu antreibt, solche Veranstaltungen zu besuchen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, selbst ein Pferderennen zu besuchen, um die Atmosphäre einzufangen. Und schnell habe ich gemerkt, worum es hier wirklich geht. Belustigung. Es geht null um das Pferd. Es geht um Wetten, also um Glücksspiel und um Belustigung. Und ganz viel Geld. Ja. So, dann Tommy de la Vega nach der Pause. Gar nicht schlecht gelaufen. Komm mal, Nero. Der letzte Angriff kommt, aber Mr. Hathaway hält den Sieg innen fest. Bei Philipp Schöck gewinnt für Schüttelgee. Ganz, ganz locker mit Robin Weber. Da kommt Mahamadi an der Innenseite auf Touren. Da kommt Willi noch besser in die Partie, aber Stay First ist weg. Der wurde heute mal etwas offensiver geritten. Aber das ihr müsst auch bedenken, die Leute, die da drauf sitzen, diese Jockeys, die sind ja auch, also es sind ja meist nicht jetzt irgendwie die Besitzer der Pferde oder so, sondern das sind Leute, die extrem leicht sind und das halt können, weil das halt auch alles bis aufs Letzte auskalkuliert ist. Das ist jetzt nicht so, dass hier der Jockey zu dem Pferd immer unbedingt eine krasse Verbindung hat, so, yo, wir kennen uns unser Leben lang und wir sind Bibi und Tina und wir reiten geschwind und auf die Sattel lang die Zügel und keine Ahnung was, sondern das ist eher so, jopp, wir nehmen den, weil der ist einer der besten Jockeys und der ist, ist vom Gewicht her niedrig und let's go. Ja. Trotzdem, eigentlich eine Wartetaktik, aber heute von vorne. Und Stay First wird das Rennen gewinnen. Die Leute gehen jetzt so zurück in ihre Wettbüros, wetten jetzt das nächste Rennen und kommen dann gleich wieder raus oder schauen dann halt von drinnen zu. Es ist gar nicht so diese Pferdeaufbruchsstimmung, so ey, geil, ich feuer mein Pferd voll an, weil ich das so voll cool finde und weil der krass ist und sowas, sondern es geht gerade wirklich nur um Geld, ne? So, die wetten da, schauen sich das an und gehen wieder zurück und wetten und schauen sich das dann an und gehen zurück und wetten. Die Kommentatoren reden die ganze Zeit nur über die Quoten, geben den Zuschauern Tipps für Wetten und erwähnen andauernd, dass die Zuschauer noch so und so viel Zeit haben zu wetten, bis das nächste Rennen beginnt. Da kommt jetzt die Startmaschine auf die Bahn und jetzt für Sie, jetzt zum Kugelschreiber greifen oder im Internet die Wette eintippen, dann auf Enter drücken, machen Sie das Beste draus, 10.000 Euro, Garantieauszahlung in der Viererwette. Hals und Bein mit ihren Wetten wünsche ich, und das tut auch wetstar.de, Pferdewette im Internet. Ich befinde mich gerade auf der offiziellen deutschen Pferderennseite und das ist jetzt mal hier ein Beispiel für ein Pferderennen, was jetzt schon stattgefunden hat. Wir sehen jetzt immer hier den Prize Pool von 5.500 Euro. Der Gewinner Stay First in diesem Fall hat 2.750 Euro bekommen. Hier hat man den Abstand gesehen. Es wird nicht nach Zeit gemessen. Die Nummern, in welcher Box sie gestartet haben, der Besitzer, der Trainer, der Reiter, das Gewicht, und hier hat man auch gesehen, was... Ja, seht ihr, guck. Also hier so ein durchschnittlicher Jockey. Ich sag so, ich könnte nicht mitreiten. Ich wär drüber. Naja. Für eine Quote, die das Day First hatte, 2,9er Quote, war Top-Favorit, hat auch gewonnen. Und man konnte sich halt hier informieren, wie alt es ist, woher er kommt. Rennleistung konnte man auch auf der Wettseite hier sehen, so die letzten Ergebnisse. Es funktioniert eigentlich wie alle anderen Wetten auch. Denkt bitte nicht, dass man irgendwie durch diese Statistiken irgendwie das besser kalkulieren kann und sowas. Das ist genauso wie bei uns Menschen auch. Ein Top-Pferd mit Top-Werten, mit Top-Statistiken hat, kann auch mal einen pechschwarzen Tag haben, ja, sich verletzen kurz davor oder beim Rennen oder sonst was. Ich würde sogar sagen, es ist noch unwahrscheinlicher, weil hier mehrere Faktoren reinspielen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Sportwetten machst auf, sagen wir mal, einzelne Sportler, ich weiß gar nicht, wie es das gibt, aber sagen wir mal, du setzt in der Leichtathletik auf irgendwen, dann hast du halt den Sportler
Und der kann zumindest irgendwie so ein wenig kommunizieren. Du weißt vielleicht, wie es dem Tage vorher ging oder so. Und natürlich kann ein Pferd auch kommunizieren, aber dafür braucht man schon ein gutes Auge dafür. Also da muss man schon Pferdeexperte sein, um zu sehen, ob ein Pferd zum Beispiel unrund läuft oder nervös ist oder eben nicht lethargisch ist und so. Und dann kommt halt nochmal der Jockey dazu, der eine weitere Unsicherheitskonstante ist. Und halt auch der Fakt, dass ja, so viel schief gehen kann. Also fünf Pferde nebeneinander zu stellen und laufen zu lassen, ist ja was anderes als fünf Menschen. So, fünf Menschen verstehen, was sie da machen, so grob auf eine Art und Weise. Aber Pferderennen, das müsst ihr ja auch bedenken. Rennen ist ja ein Fluchtinstinkt von Pferden. Und natürlich kann ein Pferd gemäßigt traben oder gemäßigt galoppieren. Aber diese Spitzengeschwindigkeit zu erreichen, das macht ein Pferd ja wirklich nur, wenn, keine Ahnung, so ungefähr der Puma hinten dran sitzt. Und ich bin da nicht so super firm, was die Blutwerte und so angeht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch eine gehörige Stresssituation ist, gerade wenn eben auch andere Pferde laufen und so, dass du das halt, wie gesagt, das ist nicht das Gleiche, wie wenn sich Usain Bolt denkt, ich mache jetzt mal einen 100-Meter-Sprint, aber ja. You get the point. Was genauso wie der FC Bayern kann auch ein Pferd einfach komplett versagen mal bei einem Game. Bleibt also immer noch Glücksspiel. Und ist noch verwerflicher dazu. Galopprennen ist wirklich ein großes Geschäft. Knapp 26 Millionen Euro generieren Wetteinsätze jedes Jahr. Wie bereits erwähnt, wollte ich ursprünglich selbst an den Wetten teilnehmen. Keine Sorge, nicht irgendwie um Wetten oder so an sich zu unterstützen, sondern einfach so als Selbstexperiment, um einfach zu erfahren, wie sich das auf meine Emotionen während des Rennens auswirkt. Ja, dann wollte ich noch mit Experten reden und sowas. Also ursprünglich war das Video ganz anders geplant, aber mit zunehmender Recherche und der Zeit, die ich vor Ort verbracht habe, wurde mir immer deutlicher bewusst, dass der gesamte Rennsport für mich absolut nicht klar geht. Und die Tierschützer sind sich auch... Ich finde es wirklich gut, dass ihm das auch so auffällt und dass er das, ja, dass er das Video dann so umstrukturiert. Eigentlich. Dieser Sport kann nicht tiergerecht gestaltet werden. Ich habe wirklich Stunden damit verbracht zu recherchieren, mir Dokus anzugucken und ich nenne jetzt mal ein paar der Hauptpunkte, warum ich denke, dass das auf jeden Fall nicht geil ist. Wie bereits erwähnt, es gibt jede Menge schwere Verletzungen und Tode der Pferde im Rennen. Man muss aber fairerweise sagen, in Deutschland ist das eher ein Ausnahmefall. Das passiert hier nicht so oft wie in anderen Ländern. Zum Beispiel starben im Jahr 2019 in Deutschland 9 Rennpferde. In Relation zu wie viele Rennen es in diesem Jahr gab, sehr wenig, aber trotzdem sind es ja 9 Pferde einfach zu viel, die gestorben sind. Und dazu sei auch gesagt, was im Training passiert, wer dort verletzt wird, wer dort stirbt, dazu gibt es keine Statistik. Dann ja, exakt, weil das ist ja nur die Rennstatistik. Training gibt es ja auch noch. Einer der größten Kritikpunkte der Tierschützer. Rennpferde werden viel zu früh angeritten, nämlich schon mit 2 Jahren. Die Tierschützer vertreten die Ansicht, dass 2-jährige Pferde weder physisch noch psychisch ready sind für die Rennbahn. Und das denke ich auch, vor allem wenn man weiß, dass Pferde erst eigentlich mit 7 Jahren ausgewachsen sind. Seht ihr, also war mein Punkt eben nicht so falsch. Und ich glaube, das hat auch was zu tun, dass, ne, er meint ja eben auch physisch, dass es einfach nicht normal ist, dass ein 2-jähriges Pferd auf diese Hochleistung trainiert. Also stellt euch das vor, keine Ahnung, also wenn man jetzt zum Beispiel ein 6-jähriges Kind nimmt, dann kann man natürlich schon mal mit einem Training beginnen, aber man kann das ja sozusagen noch nicht für Olympia trainieren. Also da ist ja eigentlich jedem irgendwie klar, also der Vergleich hinkt, ne? Aber damit ihr mal so ein Bild habt, dass das nicht funktionieren kann. Und dann, was ja auch noch eine Sache ist, das hat er jetzt bis jetzt noch nicht erwähnt, ich weiß nicht, ob es noch kommt, ist ja auch noch Doping. Doping ist ja wie in jedem Sport natürlich auch da ein Ding. Naja. Dritter Punkt, die Pferde haben kaum sozialen Kontakt und keinen Koppelgang, stehen teilweise 23 Stunden am Tag in der Box, einfach damit sie heißer sind aufs Rennen. Und jetzt zu den Punkten, die ich selbst mit meinen eigenen Augen gesehen habe auf der Rennbahn. Bereits vor den Rennen stehen die Pferde enorm unter Stress. Das sieht man denen wirklich an, die sind unruhig, die schwitzen, ne? Die haben gar keinen Bock auf die Scheiße. Und jetzt hört euch mal folgende Aussage an, die ich in einer Doku gefunden habe. Was treibt denn dazu? Es ist Passion, es ist Leidenschaft, es ist... der Spaß, mit Pferden zu arbeiten, und es ist die Aufregung. Es ist, ich finde es, könnte es mir nicht vorstellen, ohne den Rennsport zu leben. Ein Pferd läuft wirklich nur dann, wenn es Lust hat zu laufen. Das müssen Sie sich einfach merken. Wenn ein Pferd keine Lust... Ja, Bro, wenn ich vorher 23 Stunden im Stall gestanden habe, dann hätte ich danach auch Lust zu laufen. Und wenn mir dann einer noch richtig gut
mit Gerte und Peitsche auf den Haar schaut im 5-Sekunden-Takt, dann hätte ich wahrscheinlich auch Lust zu laufen. Und zwar weg von allen. Statt zu laufen, dann läuft es. Und ein Pferd zeigt an, ob es läuft oder ob es laufen will. Und wenn es nicht laufen will, dann wird es auch nicht Erster und dann verliert man nur Geld. Ich denke, ihr merkt selbst, dass das absoluter Quatsch ist, was der da gebabbelt hat. Ich habe selbst gesehen, die ganzen Rennen haben sich die ganze Zeit verspätet, weil die Pferde keinen Bock hatten, in die Startbox zu gehen. Sie haben sich wirklich gewehrt. Und das war nicht nur bei einem Rennen so, sondern bei jedem. Ich finde vor allem den Punkt krass, dass man immer noch Zungenbänder und Peitschen verwenden darf. In Deutschland gibt es zwar strengere Regeln, pro Rennen darf nur 5-mal die Peitsche genutzt werden. Sie muss außerdem an der Spitze gepolstert sein und darf an keiner Stelle schmaler als 8 mm sein. Aber trotzdem. Na krass, das wusste ich nicht mal, dass das in Deutschland immerhin geregelt ist. Woo, immerhin. Okay. Also, ne? Muss man jetzt nicht unbedingt stolz drauf sein, aber immerhin. Haben Pferde eine sensible Haut und ich denke mal, ich spreche hier für alle, dass man egal wie, warum, wie hart, nicht ausgepeitscht werden möchte. Laut Rennsportverband dient die Peitsche vor allem der Sicherheit. Achtung, ich lese vor, sie hilft dem Jockey, das Pferd in der Spur zu halten, damit es keine Unfälle gibt. Und das ist meiner Meinung nach Quatsch. Ich habe es selbst gesehen. Jockeys peitschen vor allem zum Ende des Rennens, wenn die Pferde erschöpft sind, damit sie schneller werden. Und jetzt kommt's, Studien haben bewiesen, dass das absolut nichts bringt, außer mehr Schmerz und Psychoterror für das Pferd. Und da frage ich mich, wenn das alles bewiesen wurde mit Studien und so, warum treten keine neuen Gesetze ein? Dass man zum Beispiel die Peitsche nur bei Notfällen benutzen darf und wenn man halt sieht, dass die Peitsche am Ende des Rennens abused wird, warum wird man dann nicht disqualifiziert? Um eine Expertenmeinung einzuholen, habe ich den Fachtierarzt Maximilian Pick gebeten, seine... Und jetzt könnte man jetzt sagen, ne, wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie... Tierrechtsaktivist ist oder wenn man auch wie ich einfach die Meinung hat, so, yo, bitte verbietet es doch einfach komplett so. Es ist genauso wie zum Beispiel ein Stierkampf oder so. Es ist Belustigung der Menschen und das ist wirklich kein Sport, wo Mensch und Tier zusammenarbeiten, meiner Auffassung nach. Aber wir müssen bedenken, hinter all dem steckt ja eine Lobby, hinter all dem stecken Leute, die ganz dickes Interesse haben, dass es nicht verboten wird und dementsprechend muss ich ihm hier so ein bisschen recht geben, wäre es ja wenigstens schon mal ein Gewinn, wenn man irgendwie solche Regeln einführen würde. Weil wenn wir realistisch sind, wissen wir, okay, das wird einfach in den nächsten Jahren nicht verboten. Scheiße, dann lass es doch wenigstens kontrollierter machen. Also das zum Beispiel, ne, wie er gerade vorgeschlagen hat, dass der Einsatz der Peitsche nur in Notfällen gerechtfertigt ist und man ansonsten disqualifiziert wird oder so. Naja. Sichtweise zu dem ganzen Thema zu schildern. Er war selbst 20 Jahre. Oder dass man zum Beispiel sagt, Pferde müssen, keine Ahnung, über so und so viele Jahre sein, bevor sie beritten werden und das muss geprüft werden vorher. Also es muss zum Beispiel, man könnte ja zum Beispiel einen Ausschuss machen, der prüft das Pferd, bevor es beritten wird und prüft das Alter und sowas. Und erst dann gibt es irgendwie eine zertifizierte, was weiß ich. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich wäre dafür, dass man es verbietet. Naja. Auf der Rennbahn tätig, bevor er sich vom Galopprennsport abwandte und dessen Kritiker wurde. Pferde werden heute in verschiedenen Sportarten eingesetzt, darunter Galopp- und Trabrennen, bei denen sie in hoher Geschwindigkeit laufen. Dies führt oft zu schweren orthopädischen und haltungsbedingten Gesundheitsschäden. Obwohl Trainer versuchen, die Belastung zu minimieren, werden Pferde häufig nicht ausreichend geschützt. Tierschützer fordern ein Verbot von Pferderennen, während Veranstalter und Besitzer zögern, die Bedingungen für die Tiere zu verbessern, da viel Geld auf dem Spiel steht. Jetzt zeige ich euch mal ein krasses Beispiel, wie verkorkst eigentlich diese Pferderennszene ist. 2016, 147. Derby in Hamburg, das wichtigste Rennen der Saison. 18.000 Zuschauer. Das Außen. Ich muss eine Kritik geben an Celtics an der Stelle. Ich finde diesen Stil hier sehr geil, dass er das so einblendet. Macht was her, ich verstehe das. Ich finde es hier aber gerade kontraproduktiv. Weil das mir gerade so ein bisschen suggeriert, ah ja, das ist hier vor 50 Jahren, also vor 50 Jahren sah das so aus. Auch der Typ, der gerade geredet hat im Interview und gesagt hat, die Pferde machen das gerne, die wollen ja laufen. Da dachte ich so, ah ja, okay, das war hier irgend so ein Dude vor 20 Jahren. Aber er hat ja gerade gesagt, hier 2016, ne? Was hat er gesagt? 147. Derby in Hamburg, das wichtigste Rennen der Saison. Ach. Ist 2016, 147. Derby in Hamburg, das wichtigste Rennen der Saison. Ach. Das wäre halt irgendwie wichtig, glaube ich, auch mit dem Bild zu suggerieren, dass das eine aktuelle Thematik ist.
Aber wie gesagt, ansonsten mag ich den Stil auch. Ich glaube, nur hier wäre es wichtig gewesen. 18.000 Zuschauer. Das Außenseiterpferd Isfahan wird zum Sieg gepeitscht. Nicht mit den erlaubten 5 Peitschenschlägen, sondern mit 9 Schlägen drischt der Jockey auf ihn ein. Man hat das Gefühl, die 16.000 Euro Geldstrafe nehmen Besitzer und der Jockey hier offenbar gerne in Kauf. Aber bei 390.000 Euro Siegprämie verschmerzbar. Es gibt danach natürlich massive Proteste, dass der Derby-Sieger disqualifiziert. Ja, dann müsste doch genau, wollte ich gerade sagen, dann müsste es doch einfach disqualifiziert werden. Mehr als 5 Peitschenhiebe. Nee, das gibt keine Geldstrafe, es gibt nur Disqualifikation. Werden muss. Aber Isfahan bleibt weiterhin auf der 1 und Peitschen ist immer noch erlaubt. Was ein Statement, Alter. Wir brauchen einfach die Peitsche, um in Situationen, wo ein Pferd ausbricht, wo ein Pferd wegbricht, auch mal, wenn ein Pferd im Grunde genommen sich hängen lässt, das ist wie in jedem anderen Sport auch so, dass er mal eine Aufmunterung braucht. Dafür brauchen wir diese Peitsche. Ja, man, stellt euch mal vor, ein Prime Messi macht an einem Tag keine 3 Tore und dann kommt der Trainer und peitscht ihn erstmal für ein bisschen Aufmunterung oder ein bisschen Motivation. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zuschauer und Besucher nicht wirklich wahrhaben wollen, wie es den Pferden dort wirklich geht. Oder ihnen ist es einfach schlichtweg egal. Ich könnte mir natürlich denken, dass man darüber diskutiert, ob die Pferde ordentlich gehalten werden, ob das Tierquälerei ist, dass die da vielleicht über ihre Maßen strapaziert werden. Aber wissen, weiß ich nicht viel darüber. Ich sage ganz ehrlich, ich möchte diese Leute ein bisschen in Schutz nehmen, aber auch wirklich nur ein bisschen, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn du nie mit Pferden und Pferdesport zu tun hast, dass du das einfach nicht weißt. Du kannst diese Anzeichen nicht lesen, du siehst nicht, dass Pferde gestresst sind. Du denkst vielleicht, oh, aha, guck mal, wie das schon rumtänzelt, das Pferd, das hat richtig Bock aufs Rennen. Und du willst dir diesen Spaß vielleicht mal angucken und denkst, dieses Typische, ne? Alle machen es. Wieso? Die ziehen sich doch auch alle immer so schick an, gerade in London. Da kommen die doch immer mit ihren schicken Hüten. Das ist doch total on vogue. Ja, so schlimm kann es nicht sein. Ich finde aber, die Verantwortung fängt dann an, wenn man so das erste Mal davon gehört hat. Ne? Und ich will dir jetzt nichts unterstellen, aber ich würde sagen, der durchschnittliche Mensch über 30 hat doch eigentlich schon mal davon gehört, dass das nicht unbedingt der allerbeste Sport ist. Und dann, finde ich, gibt es auch keine Ausrede mehr. Ich sage zum Beispiel selbst, das ist eine andere Story, aber ich sage ganz ehrlich, als ich ein kleines Kind war, da war ich mit meiner Familie mal in so einem Wasserpark, wo so, keine Ahnung, Delfine, ne, ihr wisst, keine Ahnung, da durch die Reifen hüpfen und dann werden Shows gemacht mit den Trainern zusammen. Und da fand ich das auch cool und keiner von uns hat das hinterfragt, aber da war es auch in den Medien, wann war das? Ich glaube, das war so um 2008 rum, 2007 rum oder so, da war das halt in den Medien auch noch null Thema oder zumindest ein sehr, sehr nischiges Thema. Aber sobald man dann halt, keine Ahnung, im Jahr 2023 hier sitzt und darüber viel gehört hat, sollte man das eigentlich unterlassen. Und klar, jeder kann Fehler machen, ne? Sowas kann immer wieder passieren. Man geht vielleicht, keine Ahnung, in irgendein Sanctuary oder so und dann merkt man, ah nee, irgendwie, ja scheiße, irgendwie geht es den Tieren hier doch nicht so gut. Oder man denkt sich, okay, ich gehe mal hier in den Zoo, angeblich soll das hier so total artgerecht sein und dann geht man da durch und merkt dann im Nachhinein so, ah, irgendwie doch nicht so artgerecht. So. Und deswegen würde ich den Leuten per se erstmal nicht grundsätzlich was Schlechtes unterstellen, weil ich glaube, oft ist es auch erstmal so eine Neugier und Unwissenheit, aber man sollte sich vielleicht kontinuierlich verbessern und weiterentwickeln. Ja, ich habe das schon gesehen, dass da mal eins steigt oder dass mal eins mit Gewalt reingezogen werden muss, aber das ist doch normal. Ich habe wirklich bei der Recherche versucht, auch die Gegenseite etwas nachvollziehen zu können. Es gibt ja nicht mal wenig Menschen, die sagen, dass der Sport pferdefreundlich ist. Und ja, es stimmt, in Deutschland gelten zumindest im Vergleich zu internationalen Rennen relativ strenge Regeln. Und wie sich die Pferde wirklich, wirklich beim Rennen und Training fühlen, können wir am Ende des Tages leider nur erahnen. Die Rennpferde bekommen beste gesundheitliche Versorgung und haben auch eine emotionale Bindung zum Halter und Jockey. Ich bin mir auch sicher, dass die ganzen Jockeys wirklich nur das... Ja, kommt drauf an, ne? Wie gesagt. Ist halt auch einfach auf eine andere Art und Weise eine Geschäftsbeziehung. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber ja, in manchen Fällen ist es wahrscheinlich sogar so, dass der Jockey mehr auf dem Pferd sitzt als der Halter, ne? Also klar, das sei mal außer Frage. Aber das... Ich glaube, es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass man vielleicht mal einen Jockey tauscht oder so. Das ist jetzt nicht so, dass die, wie gesagt... Die guten Gnocchis, ja genau, die Nudeln.
dass die da irgendwie 10 Jahre mit ihrem Pferd zusammenarbeiten und dein Herz und deine Seele sind. Beste fürs Pferd wünschen und keiner dort möchte, dass ein Pferd stirbt. Das wäre auch viel zu teuer. Und dann verliert man nur Geld. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, denen ist entweder egal oder die schauen einfach drüber hinweg, was sie da mit ihrem Pferd anrichten. Es ist einfach so, dass die Leistungen, die vom Pferd erwartet, antrainiert und abgerufen werden, gegen die Natur des Tieres ist und im Endeffekt dient alles nur unserer Belustigung / Entertainment. Ja, sie werden gut versorgt, haben eine gute Bindung zu ihrem Jockey, aber was bringt es mir, wenn ich davon so einen Knacks bekomme im Kopf, mit 7 Jahren schon in Rente gehen muss, mein Restleben lang psychisch gefickt bin, körperlich am Ende bin und am Ende noch geschlachtet werde, weil ich als Rennpferd einfach zu teuer bin. Das ist wie beim Profisport der Menschen. Wenn du einfach nicht mehr gut genug bist, wirst du ganz schnell aussortiert. Und geschlachtet. Nein, aber ja, klar. Wenn du zu alt bist, wirst du aussortiert. Und für Pferde bedeutet das eben oft, ja, wenn es zu teuer ist, dann werden sie halt vielleicht noch irgendwohin einfach weggegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle unbedingt geschlachtet werden. Das will ich jetzt nicht sagen. Das habe ich jetzt noch nicht so häufig gehört, aber zumindest dann in Rente gegeben. Oder sie sind halt wirklich in manchen Fällen vielleicht auch unbrauchbar. Das kann natürlich sein. Eines Tages landet es dann meistens im Schlachthaus. Ich finde es wirklich krass, vor allem weil ich selbst dort war, dass es immer noch so viele Leute gibt, die das feiern und die das befürworten. Und ja, aber an der Stelle muss ich sagen, es gibt halt auch immer noch so viele Leute, die jeden fucking Tag 2 Mahlzeiten am Tag Fleisch essen. So, wo klar sein muss, wenn da das Kilo 1 Euro kostet, so mal im übertriebenen Sinne, dass das aus den schlechtesten Bedingungen kommen muss. Vielen Leuten ist halt auch Tierwohl irgendwie egal. Auch sagen, dass das keine Tierquälerei ist. Unterstützt das bitte nicht, teilt das Video, schickt es euren Eltern oder euren Freunden und sowas. Ich wusste davor nicht, dass das wirklich so eine Katastrophe ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, es war mal was anderes, aber es lag mir einfach auf dem Herzen und hat sich so ergeben. Ja, gut. Danke an Celtix für dieses Video. Ich würde einen Daumen hoch da lassen, aber ich bin gerade nicht angemeldet. Lasst ihr einen Daumen hoch für mich da.